Die jüngsten Entwicklungen rund um Sam Altman und OpenAI zeigen auf ziemlich dramatische Weise, wie wichtig stabile Rahmenbedingungen bei neuen Technologien sind. Ich habe für diese zukünftige Netflix-Serie mal alle Entwicklungen, chronologisch zumindest, versucht zusammenzufassen und final auch ein wenig analysiert. Viel Spaß! Willkommen! Meine Güte, was war da denn los? Halleluja! Sam Altman und OpenAI haben mal richtig einen rausgehauen. Aber nicht nur er, sondern auch diverse andere Player. Und einer dieser Player ist nicht die Itemis AG aus Lünen, die auch in dieser Ausgabe wieder mein Sponsor ist. Also wenn ihr Interesse daran habt, die Zukunft des Netzes der Mobilität, aber natürlich auch von Artificial Intelligence mitzugestalten, also unser Thema, das wir heute hier haben, dann schaut doch mal direkt auf www.metacheles.de nach, beziehungsweise sucht nach der Itemis AG aus Lünen. Da gibt es eine ganze Menge offener Stellen. Und wie ich es auch immer sage, t.ly/hallo, da könnt ihr Feedback geben. Und das spiele ich euch zum Ende dieser Folge entsprechend ein. Zurück zu OpenAI und Sam Altman. Kleiner Disclaimer am Anfang. Ich zahle für ChatGPT Plus und ich bin da verdammt happy mit. Die Bilder, die ihr auf www.metacheles seht, die habe ich zum größten Teil mit DALL-E gemacht. Ich habe mir jetzt mittlerweile in der neuesten Variante auch so einen kleinen Minibot gebaut, wo ich dann einfach noch eingebe, das ist das Thema meines Podcasts. Dann gibt er mir 3 oder 4 verschiedene Perspektiven darauf. Und dann mache ich so ein bisschen Feintuning raus, nachher noch in Canva rein. Und dann sieht das so aus, wie es jetzt halt aussieht. Ich bin ein Riesenfan davon, aber auch entsprechend kritisch eingestellt. Vorletzte Woche saß ich auf einem Panel des Bundesverbandes der Digitalwirtschaft in Deutschland, unter anderem mit einem Abgeordneten aus dem EU-Parlament und einer Vertreterin von Google. Und da haben wir uns zum Beispiel über Limitierung und Regulierung von AI unterhalten. Und bei all dieser Faszination, die ich für neue Technologien habe, und ich glaube, das wisst ihr inzwischen, ich schaue da nun mal auch sehr, sehr kritisch drauf. Und gerade mit diesen Transformern, mit diesen Large Language Modellen, mit Generative AI, glaube ich, dass wir an einem Punkt angelangt sind, wo wir die berühmte Pandora nicht mehr in die Büchse bekommen, sondern wir uns wirklich überlegen müssen, wie geht das weiter? Und wie es der Zufall so will, sind diese dramatischen Ereignisse rund um OpenAI eigentlich das beste Beispiel dafür, was passiert? Woher kommen diese Companies? Mit welchem Purpose gehen sie an den Start? Und wo sind sie mittlerweile? Und ich bleibe dabei. Ich habe sowas noch nie erlebt. Ich habe generell sowas noch nie erlebt. Ich habe noch nie erlebt, dass eine neue Technologie so in den Markt geknallt ist. Und obwohl ich Expertensysteme seit Mitte der 80er Jahre kenne, konnte ich mir nicht ansatzweise vorstellen, wie die Entwicklungsgeschwindigkeit auf uns zuballert. Ich konnte mir nicht ansatzweise vorstellen, dass wir mittlerweile in einem Wettbewerb, in einem globalen, um Computing Power sind. Denn letztendlich geht es dann darum, wenn du deine zukünftigen Modelle damit trainieren möchtest. Hast du mehr Performance am Start, wird das schneller funktionieren. Und jetzt halt dieses OpenAI-Drama. In nicht einmal einer Woche hat uns OpenAI gezeigt, wie instabil der heißeste Scheiß aus dem Silicon Valley ist. Die Firma, die mit inzwischen 80 Milliarden bewertet wird, US-Dollar wohlgemerkt, verhält sich nicht nur kommunikativ wie ein Haufen Teenager, die ihre erste Konfrontation in der wöchentlichen Diskussions-AG erleben. Chronologie und Analyse der Ereignisse, so habe ich das zumindest bei mir im Text aufgemacht. Was war da bitte schön los? Also, was rauchen die da? Gut, jetzt OpenAI ist in San Francisco, im Mission District. Und man hatte generell schon immer so eine etwas lockerere und offenere Einstellung gegenüber, ja, durchaus bewusstseinserweiternden Substanzen. Aber so wirklich? Lasst uns mal so ein bisschen zurückspulen und ich erkläre euch nochmal ganz genau, was passiert ist.
Ich nehme diese Folge am 26. November 2023 auf. Am 17. November, also gerade mal vor 9 Tagen, OpenAI-Gründer und bis dato CEO Sam Altman soll in einem Google Meet Call kommen und erfährt dort mehr oder weniger zwischen Tagesschau und Wetterkarte, dass er gefeuert wird. Mehr noch, sein Mitgründer Greg Brockman wird parallel dazu auch noch aus dem Vorstand entfernt. Ups! Bis zu diesem Zeitpunkt bestand der Vorstand aus den OpenAI-Gründern Sam Altman, Greg Brockman, Ilya Sutskever und 3 unabhängigen, in Anführungsstrichen, Mitgliedern. Adam D'Angelo, das war ein ganz, ganz früher Facebook-Investor und ist der CEO von Crower. Tasha McCauley und Helen Toner. Zuvor waren übrigens, für die, die es noch nicht wussten, auch Elon Musk, Reid Hoffman und Shivan Sillis aus dem Vorstand ausgeschieden, beziehungsweise die war mal da. Musk haut ja diesen Grock-Quatsch raus gerade. Aber letztendlich haben wir jetzt hier innerhalb dieses Vorstands somit so eine Pattsituation zwischen den Gründern, also die, die diese Company überhaupt erst auf die Straße gebracht haben, und ja, nicht leitenden Mitgliedern, die so ein bisschen von extern drauf gucken. Zur gleichen Zeit, also nach diesem Google Meet Call, wurden Investoren, Mitarbeiterinnen und Partner wie Microsoft informiert. Und ja, selbstverständlich ging die Nummer dann damit auch direkt an die Öffentlichkeit, und das mit einer Erklärung, die alles andere als glücklich war, würde ich sagen. Mangelnde Transparenz. Oder wie ich es nennen würde, Schnellbinder für die Gerüchteküche. Das ist eine absolute PR-Katastrophe. Ja, also das absolute Mega, Hyper, Duper, hast du nicht gesehen, Unicorn feuert seinen charismatischen, visionären Gründer, den man auch kontinuierlich vorgeschoben hat. Und übrigens, der ja mal 1,5 Wochen zuvor auf dem OpenAI Developers Day Zahlen rausgehauen hat, die alle anderen Startups in der Vergangenheit einfach ja ziemlich blass aussehen lassen. Und jetzt erzählt man irgendwie so eine Geschichte, ja, den schmeißen wir jetzt mal eben schon raus. Der Mitgründer, der geht auch aus dem Vorstand raus, und es war mangelnde Transparenz. Da könnt ihr euch natürlich vorstellen, was insbesondere auf so einer Fake-News-Schleuder wie Twitter abgegangen ist. Weiter im Text, 18. November. Während Belegschaft und die Öffentlichkeit weiterhin nicht wissen, was denn da für eine Abrissbirne auf sie zuschwingt, kündigt Sam Altman umgehend an, ein neues Startup auf die Beine zu stellen. Und der schnelle Schuss aus der Hüfte trifft nicht nur Mitgründer Greg Brockman, sondern auch diverse Führungskräfte. Denn diese kündigen nämlich an, dass sie ihm folgen werden und haben sich entsprechend loyal und solidarisch positioniert. Und während Altman und Team mit jeder verstreichenden Minute merken, welche dominierende Machtposition sie eigentlich innehaben, schaltet man im Bundesstaat Washington langsam in den Panikmodus. Wer sitzt in Washington? Wer sitzt in Redmond bei Seattle? Richtig, Microsoft. Microsoft hat nämlich genau in dem Moment ein Problem. Unter Satya Nadella wurde immerhin gut 13 Milliarden US-Dollar in OpenAI investiert. Und wer sich die letzten 12 Monate mal angeschaut hat, und ich habe da ja auch mehrfach drüber berichtet, wie umfassend die Technologien von OpenAI in die Microsoft-Produkte integriert wurden, sind extrem vertikal. Das ist das absolute Worst-Case-Szenario, was Microsoft sich dann da in der letzten Woche eingehandelt hat. Nun, parallel dazu begannen aber auch schon erste Gespräche über die Rückkehr Altmans zu OpenAI. Nur, der weiß inzwischen, dass er nicht nur den Spatz in der Hand hat, sondern ihm auch sämtliche Tauben auf dem Dach gehören. Und er stellt Bedingungen, die nicht erfüllt werden. Mehr noch, die Frist für einen geforderten Rücktritt des verbleibenden Vorstands verstreicht. 19. November. Am Sonntag versucht das der Vorstand mit einem Befreiungsschlag der Marke All In. Alles auf Rot oder auf die 17 und lass die Kugel mal rollen. Emmett Shear wird zum neuen CEO ernannt. Wohlgemerkt, während Microsoft und Investoren weiterhin über eine Rückkehr Sam Altmans verhandeln. Der kehrt tatsächlich am Abend ins OpenAI Headquarter zurück. Ergebnislos. 20. November. Und jetzt wird es langsam aber sicher wirklich richtig wirsch. Wenn du wirklich denkst, das geht jetzt in Richtung Drehbuch hier, die ganze Geschichte, dann haut Microsoft-CEO Satya Nadella
einen Tweet raus am 20. November um kurz vor 4 Uhr nachmittags. And we are extremely, also es ist nur ein Auszug jetzt, and we are extremely excited to share the news that Sam Altman and Greg Brockman, together with colleagues, will be joining Microsoft to lead a new advanced AI research team. Nun, was macht so etwas an den Märkten? Befragen wir doch mal die Märkte. Neues All-Time-High für die Microsoft-Aktie, ne? Also, es ist sensationell. Übrigens, strategisch smarte Geschichte, weil in einer gewissen Art und Weise erkämpft er sich die kommunikative Bedeutungshoheit damit. Und wie ich schon sagte, der Aktienkurs ging dann auch noch durch die Decke, wobei ich mich jetzt fragen muss, wie das die Aufsichtsbehörden in den USA sehen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass die SEC da nicht nur einen Blick drauf wirft. Nun, begeistert von dieser Meldung unterzeichnen gut 95% der OpenAI-Mitarbeiterinnen einen Brief, in dem sie erklären, dass sie das Unternehmen verlassen werden, wenn keine Lösung gefunden wird. Mehr noch, sie würden auch rüber machen, also zu Microsoft. Übrigens sind darunter unter anderem auch Mirai Murati und Ilya Sutskever, die jeweiligen Interim-CEOs. Richtig, denn der Kollege, den Emmett Shear, der war wohl einer der kürzesten oder die kürzeste Amtszeit von CEOs, die man sich so vorstellen kann. Denn der war mittlerweile schon wieder weg. Also jetzt haben wir neue Interim-CEOs am Start und die haben gesagt, pass auf, Freunde, wir sind auch dabei. Übrigens, der Ilya Sutskever, der eigentlich auch diesen Coup gegen Altman mitgestartet hat, gibt sich nun auf Twitter total reumütig und erzählt, hey, sorry, tut mir total leid. I deeply regret my participation in the board actions. I never intended to harm OpenAI. I love everything we've built together and I will do everything I can do to reunite the company. Das ist in 2 Tagen passiert. Was ist denn da bei euch los? 22. November, mein Geburtstag auch noch. Sam Altman kehrt zurück. Also in die Mission, also nach San Francisco und zur OpenAI. Es soll auch einen neuen Vorstand geben, dem dann unter anderem Brett Taylor von Salesforce und der ehemalige US-Finanzminister Larry Summers angehören. Ja, da denkt man sich jetzt im ersten Moment, meine Güte, wie kann man innerhalb so kurzer Zeit so oft seine Meinung ändern? Wie kann man so oft erklären, was das nächste große Ding ist? Also Sam Altman, ich mache jetzt mal ein eigenes Startup. Satya Nadella einen Tag später, der kommt mit zu uns. Ein paar Stunden später, 95% der Belegschaft, ja, das machen wir auch. Wobei, da kann man es natürlich verstehen. Ne? Die haben ja auch wirklich Angst gehabt. Bei einer 80 Milliarden Bewertung, die werden Aktienoptionen haben. Die haben jetzt gedacht, der ganze Nummer, die fließt da lustig den Bach runter. Ah. Gewinner und Verlierer. Lass uns mal darüber reden. Ganz klarer Gewinner des zukünftigen Netflix-Dramas ist Sam Altman. Der konnte innerhalb kürzester Zeit die überwältigende Mehrheit der Belegschaft hinter sich versammeln. Mehr noch seine Rückkehr, das ist eine Siegesparade gegenüber dem bisherigen Vorstand. Und seien wir mal ehrlich, die zukünftige Zusammensetzung des Vorstandes dürfte extrem pro Sam Altman sein. Der nächste große Gewinner, natürlich Satya Nadella. Mit dieser progressiven Strategie und die Art und Weise, wie er versucht, die Kommunikationshoheit zu erlangen, das dürfte dem von Microsoft getätigten Investment durchaus in eine weitaus gestärkte Position gebracht haben. Und er lässt das natürlich auch wiederum umgehend alle wissen. One thing I'll be very, very clear about is we are never going to back into a situation where we get surprised like this ever again. If we go back to operating like on Friday, we will make sure we are very, very clear that the governance gets fixed in a way that we really have more certainty and guarantee that we don't have any surprises. Surety heißt das natürlich. Also, auch da klare Macht. Freunde, mit uns nicht nochmal. Und wer zählt jetzt zu den Verlierern? Wir alle.
Die Stimmen der Vorsicht, die Mahnerinnen bezüglich einer gedrosselten Weiterentwicklung der Technologien, all die Menschen, die sich für Transparenz und Regeln einsetzen, die wurden nicht nur zur Seite gedrängt, die sind zum Teil wirklich weg vom Fenster. Aber wovor haben wir denn überhaupt alle Angst? Schon mal was vom Project Q gehört? Alleine wenn etwas, also Q-Sternchen wohlgemerkt, alleine wenn etwas mit Q anfängt, also bei aller Liebe, da sträuben sich alle Nackenhaare bei mir. Das große Ziel von OpenAI war und ist die Entwicklung einer AGI, also einer allgemeinen künstlichen Intelligenz. Erst diesen Monat sagte Altman in einem Interview, dass GPT-5, das große Sprachmodell der nächsten Generation des KI-Labors, eine Form der Superintelligenz sein könnte. Superintelligenz? Nun, schlauer als alle Menschen. Also alle. Vielleicht zusammen sogar. Schlauer als der schlauste Mensch. Das wäre ja schon, zumindest schon mal ein Anfang. Es kam ein entsprechender Bericht von Reuters raus und zufolge dessen war ein neuer Durchbruch unter Leitung des OpenAI-Chefwissenschaftlers, da ist er wieder, Ilya Sutskever, dem Unternehmen die Nutzung synthetischer Daten, um Probleme zu lösen, die die bisherige KI oder AI, meine Güte, ich switche immer zwischen KI und AI hin und her, das ist auch ein bisschen nervig, die sie so nicht kannte. Intern nannte man diese neue Art des Trainings und der Arbeit mit künstlicher Intelligenz Project Q Sternchen. Und es wurde dem Vorstand, und das ist das Spannende daran, erstmals kurz vor der Entlassung Altmans vorgestellt. Wie gesagt, alles mutmaßlich. Ne? Ich habe da nicht als Mäuschen nebendran gesessen. Von all dem, was man bisher weiß, kann davon ausgegangen werden, dass Q-Sternchen die Fähigkeit der AI zur Lösung mathematischer Probleme verbessern wird. Zuvor tatsächlich ein Grenzbereich in der generativen AI-Entwicklung. Nun, jetzt mag man sich fragen, meine Güte, hallo, mathematische Probleme, was soll das denn? Und dass man uns verstehen, wie diese Modelle funktionieren. Und wenn ihr euch die ersten Tests vom letzten Jahr bei mir von ChatGPT oder aber auch vom Bard und was Microsoft dann vorgestellt hat und so weiter euch anschaut, dann kennt ihr alle das Phänomen des Halluzinierens. Deswegen Mathematik oder mehr oder weniger nichts als die Wahrheit. Denn während aktuelle Modelle richtig gut darin sind, Texte und Bilder zu produzieren, tun sie sich richtig schwer damit, richtig zu liegen. Genau, das hört sich erstmal gut an, das sieht auch cool aus. Aber ab und zu hat die Hand dann einfach mal 7 oder 3 Finger anstatt 5. Was natürlich auch passieren kann, wenn du irgendwie, weiß ich nicht, im Sägewerk arbeitest oder so. Richtig problematisch wird es für so eine AI, wenn es nur eine mögliche Antwort gibt. AGIs müssen Probleme nicht nur lernen, sondern auch verstehen können. Und genau dafür ist ein tiefes Verständnis der Mathematik erforderlich. Das, so berichtet Reuters, sei nun ein Team von OpenAI gelungen. Laut dem Reuters-Bericht warnten mehrere Forscher in einem Brief an den Vorstand vor der Entdeckung und der Tatsache, dass sie die Menschheit bedrohen könnte. Darunter machen die es jetzt nicht mehr. Die Menschheit bedrohen könnte, wenn sie nicht kontrolliert wird. Die Verfasser dieses Briefes blieben übrigens anonym, aber es wird vermutet, dass dies den Forschern veranlasst hat, dann letztendlich gegen Altman vorzugehen. Andere Bedenken in dem Brief an den Vorstand bezogen sich auf die Geschwindigkeit, mit der OpenAI Fortschritte kommerzialisierte, bevor man sich überhaupt der gesellschaftlichen Auswirkungen bewusst war und ist. Genau aus diesem Grunde regten die Forscherinnen an, eine Bestandsaufnahme der aktuellen Entwicklung vorzunehmen und die Bemühungen, mit den jetzigen Tools Geld zu verdienen, zu pausieren. Fazit: Die OpenAI-Falken sind da. Und die schaffen ein OpenAI, was in der Form so weit weg ist von der ursprünglichen Mission, wie man nur sein könnte. Denn letztendlich hat das ja auch der Name schon mit drin. Sollte ja irgendwann mal Open sein. Wir müssen begreifen, dass Large Language Modelle, GPTs, Transformer, Generative AIs, die verändern alles. Und eine transparente Debatte über diese Auswirkung ist von entscheidender Bedeutung. Was wir in den letzten Tagen erlebt haben,
Das war tatsächlich ein Kampf um den Kern, die Strategie und vielmehr auch die Philosophie des Unternehmens. Als OpenAI nämlich 2015 startete, wollte man noch AI auf Open-Source-Basis entwickeln. Open und transparent ist bei dieser Firma inzwischen gar nichts mehr. Überhaupt nichts mehr. Das verantwortungsbewusste Streben nach einer sicheren AGI hier und der Wunsch aus den Fortschritten der eigenen AI-Kapital zu schlagen dort. Der unvergleichbare Aufstieg von OpenAI, die heftigen Investitionen Microsofts und die generellen Auswirkungen dieser Entwicklung auf sämtliche Branchen, wirklich sämtliche Branchen. Dieser Erfolg hatte den Falken innerhalb dieses Unternehmens mehr und mehr Macht verliehen. Altmans Rauswurf war ein verzweifelter Versuch, sich wieder in Richtung der eigenen Wurzeln zu bewegen und auf die Bremse zu treten. Das ist nicht nur fehlgeschlagen, sondern wir alle können uns nun sicher sein, dass das vorherige Brems nun durch ein zweites Gaspedal ersetzt werden wird. Dafür werden Altmann, die Investoren und der kommende Vorstand schon sorgen. Und wisst ihr was? Genau das bereitet mir richtig Sorgen. Und jetzt bin ich natürlich gespannt, was ihr davon haltet. t.ly/hallo, t.ly/hallo. Sagt mir Bescheid, wie ihr zu OpenAI steht, wie euch das generell gefällt. Übrigens, im Artikel habe ich euch auch noch weitere Links reingepackt zu unserer WhatsApp-Community, zum neuen Flipboard-Magazin und übrigens auch erklärt, was am Mittwoch dieser Woche passiert. Da solltet ihr unbedingt dann reinklicken. Aber ich habe es gerade schon gesagt, es gibt ja Feedback und Feedback hat es auch in der letzten Woche gegeben und da hören wir doch mal zusammen rein. Ja, hallo, hier spricht der Thorsten. Ich habe gerade mit Interesse dem Gespräch mit Herrn Neft von Skoda gelauscht. Ich selber fahre seit 14 Monaten auch einen Enyaq und kann sagen, dass Skoda und Volkswagen und Audi in Sachen Digitalisierung doch noch etwas zurückhängen und dass beispielsweise die App nur leidlich funktioniert. Also es ist schon ein Glücksspiel, ob die Heizung jetzt angeht oder nicht. Oder manchmal lädt der Wagen auch bis 100%, obwohl man nur 80 als Obergrenze eingestellt hat. Des Weiteren hat Skoda auch schon seit Anfang des Jahres ein Over-the-Air-Update für den Enyaq versprochen, was bislang immer noch nicht geliefert wurde. Und es steht auch noch in den Sternen, wann das jetzt wohl kommt. Es gibt jetzt auch ein neues Modelljahr, das wohl auch einen anderen Softwarestand aufweisen wird als die bestehenden Modelle. Und diese werden jetzt auch kein Update auf diese neue Version erhalten. Also alles in allem kann man nur sagen, dass es noch einiges zu tun gibt in puncto Digitalisierung. Und ja, der asiatische Markt schläft nicht und da müssen sich die etablierten Hersteller doch sehr ins Zeug legen. Ansonsten bin ich aber sehr zufrieden mit meinem Wagen und werde auch in Zukunft elektrisch fahren. Ja, vielen, vielen Dank fürs Feedback, Thorsten. Du, sehe ich hundertprozentig genauso. Ich gehe so weit, dass ich mit dem aktuellen Stand, mit ganz, ganz, ganz wenigen Ausnahmen, und auch das habe ich mal in einer Ausgabe von Metacheles angesprochen, der deutschen Automobilindustrie bezüglich Frontend-Entwicklung, die Art und Weise, wie Menüführung, Strukturen, Usability in den In-Car-Entertainment, Infotainment-System und so weiter abgebildet wird, ein sehr ernüchterndes Zeugnis ausstellen muss. Das ist so, ich bin mir aber ziemlich sicher, dass wir zum Mitte dieses Jahrzehnts da wirklich einen riesengroßen Schub sehen werden. Hallo Sascha, hier Andreas. Das ist ein klassischer Tacheles-Podcast heute und ich habe mich köstlich amüsiert über Grog und über die Unzulänglichkeiten, die du aufgedeckt hast mit Elon Musk, und mach weiter so, das passt jede Woche so. Danke, tschüss. Ja, vielen, vielen Dank. Tatsächlich war das mal wieder so ein richtig knackiger Rent. Ich hatte schon lange auf den Fingerspitzen im Kontext des Elon Musk, aber da hat er mir natürlich eine Steilvorlage gegeben. Und das musste einfach raus. Und dieses Grog-Dingen, also meine Güte. Naja, hüllen wir
inzwischen den Mantel des Schweigens drüber. Zumindest hoffentlich für die nächsten Wochen und Monate. Ich möchte nicht, dass jede fünfte, sechste Ausgabe eine Elon Musk-Ausgabe wird. Aber der bietet einfach so viele Steilvorlagen. Ihr Lieben, in diesem Sinne, ich mache den Deckel jetzt hier drauf. t.ly/hallo Und falls ihr über Apple oder Spotify oder so zuhört, würde ich mich freuen, wenn ihr eine Bewertung da lasst. Und falls ihr euch das Video anschaut auf YouTube, natürlich ganz genauso mit einem Daumen hoch und packt mir entsprechend euer Feedback runter in die Kommentare. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal und ciao.